Der Waltraud-Netzer Jugendpreis erinnert an eine Frau, die als junge Studentin mutig und engagiert gehandelt hat. Waltraud-Netzer hat während der NS-Zeit gemeinsam mit Kommilitonen verfolgten Unterschlupf gewährt. Gestiftet wird der Preis von Dr. Nikolaus Netzer, dem Sohn von Waltraud-Netzer, der heute anwesend ist und dem ich ein herzliches Dankeschön zurufen möchte. Dankeschön. In diesem Jahr bekommen Salah Said, Hans Stork, Cembaran Keskin und Amir Ohadi, vier junge Männer aus Berlin-Kreuzberg, diesen Preis. Sie sind die Gesichter des Projektes World Citizen. Sie werden ausgezeichnet, weil sie neue, ungewöhnliche Konzepte erarbeitet haben, die ein besseres Verständnis zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Kulturen ermöglichen und den Dialog fördern. Ihre Motivation ziehen sie aus eigenen Erfahrungen und aus dem Anliegen, nicht mehr dauernd gefragt werden zu wollen, wo sie eigentlich herkommen, sondern lieber danach, wofür sie stehen, was sie interessiert, was sie denken. Das Konzept der Weltbürger erlaubt genau dies. Und ich freue mich sehr, dass ich gefragt worden bin, ob ich die Laudatio für die jungen Männer halten kann, weil ich das Anliegen nicht nur sehr gut nachvollziehen kann, sondern weil ich es selbst teile. Wissen Sie, es gibt so Preise, da muss ich meine Empathie bemühen, nachvollziehen zu können, dass der Preisträger auch preiswürdig ist. Heute ist das anders. In diesem Fall sprechen mir die Preisträger aus den Tiefen meiner eigenen Erfahrung. Sie berühren mit ihrem Engagement direkt meine Lebenswelt. Diese ständige Konfrontation mit Herkunft, dieses unheimliche Bedürfnis nach Eindeutigkeit, nach Festlegung, nach klaren Abgrenzungen, nationalen Eigenschaften, trennen, trennen, trennen. Der verkrampfte Versuch, mich, ja, Tatortkommissar jetzt, zwischen konstruierte Leitkulturen zu verorten. Mal als Bereicherung, also als Brückenbauer, dann diene ich als Projektionsfläche für ein Paradebeispiel an Integrationsbereitschaft und mal als Parasit. Und dann dieses ewige Trennen wollen, die nicht enden wollenden Beleidigungen, Zuschreibungen, Vorurteile. Absurd vollendet in den Fragen vieler Journalisten, ja, was sind Sie denn jetzt? Ich meine, Sie müssen sich festlegen, Herr Yardim, türkisch oder deutsch. Als müsste ich mich für eine Nationalmannschaft entscheiden. Das muss ich nicht. Hamburger war dann bisher meine trotzige Antwort. Hamburger. Denn ich traute mich nicht, das Selbstverständliche zu sagen. Das, was ich bin. Ich bin Mensch. Ja, und genau dazu ermutigen World Citizen. Schauen Sie sich um in den Großstädten. Kreuzberg, da wohne ich jetzt übrigens auch. Diese Vielfalt, wunderbar. Alles war immer Vielfalt um mich herum. Eifersucht, Krankheit, Verliebtsein, Angst, Freiheitsbedürfnisse, Auseinandersetzung mit den Eltern, Vertrauen. Ach, all diese unmenschlichen kleinen und großen Dinge enden doch nicht an nationaler Grenze. Alles, was mein Leben wirklich ausmacht, meine Empfindungen, meine Grundbedürfnisse nach Nähe, Sicherheit, Freiheit, das Ganze nach Spiel und so weiter, das kennt keine Nation. Das Regal meiner Mutter, das fiel mir dazu ein. Das Regal meiner Mutter ist, das ist gelebtes World Citizen. Die Musik einer ganzen Welt kuschelt sich da aneinander. Und ihr Essen, als würde man die Welt verspeisen. Und wenn sie tanzt, dann tanzen Kontinente. Ja, das klingt ein bisschen pathetisch alles. Ich stehe hier gern und ich wünsche mir, dass dieses Projekt weite Kreise zieht. Die World Citizen, die sind Vorbild darin, sich aus der passiven Zuschauerrolle, aus diesem resignativen Gestus, ach, wir können doch eh nichts ändern, zu befreien und gesellschaftlich aktiv zu werden. Sie handeln dabei aus eigenem Antrieb. Sie tun das aus Erfahrung, aus der eigenen Biografie heraus, aus Leidenschaft für ihre Sache. Menschen wie Sie machen die Demokratie lebendig. Denn Demokratie besteht nur dort, wo Menschen sie leben. Demokratie braucht Demokraten, irgendjemand hat das gestern gesagt, ich habe es leider vergessen, wer. Sie erinnern mich an den Idealismus meiner Jugend. Ich war fast auf jeder Anti-Neonazi-Demonstration dabei. Ich musste Knüppel und Wasserwerfer schlucken, denn eines war mir bewusst. Besonders in Deutschland, ich werde nicht vergessen und nie wieder Faschismus. World Citizen schreien auf friedlichste Weise mein Gewissen hervor und ermutigen, wo Angst herrscht. Auf viele Erwachsene mag der Titel World Citizen naiv klingen. Klar, als würde mit Pathos eine Einheit beschworen, wo es in der Welt vor Konflikten doch nur so wimmelt. Aber die World Citizen sind nicht naiv. Ich konnte sie gestern ein bisschen kennenlernen und glauben Sie mir, nicht naiv.
Sie bestehen nur darauf, zuerst als Menschen gesehen zu werden und andere ebenfalls zuerst so zu sehen. Es ist also eine Frage der Betonung. In den Integrationsdebatten in Deutschland werden ansonsten fast nur Unterschiede herausgestellt. Migranten werden vor allem als Problemträger benannt, wie derzeit Sinti und Roma. Muslime sehen sich immer häufiger pauschal verurteilt als rückständig, frauenfeindlich, potenziell terroristisch, integrationsunwillig, und ich könnte ewig so weiter hetzen, bis sie von den Stühlen rutschten. Die Betonung der Probleme einer Minderheit droht hier, den Blick auf die Gesamtsituation zu verstellen. Die World Citizen suchen hingegen ganz selbstbewusst nach Gemeinsamkeiten und Dingen, die verbinden können. Witzig eigentlich, in meinen esoterisch angehauchten Lebensratgebern ist es eine weibliche Eigenschaft. Die vier Preisträger würden in jedem zweiten Zeitungsartikel als testosterongesteuerte Vollproleten betrachtet. Ich meine, hören Sie in eine Minute wirklich zu. Dann sehen Sie Menschen mit durchaus weiblichen Anteilen. Also eine meiner Standardantworten, wenn ich als Schauspieler in politische Kontexte gezerrt werde, und was gibt es Grauenvolleres als Schauspieler oder Sportler, die sich zu politischen Themen äußern? Ich umgehe es meistens mit einer einfachen Losung. Ich sage dann immer: Frauen an die Macht. Wenn ich mir die vier Friedensstifter ansehe, dann muss ich ergänzen: Frauen und World Citizen an die Macht oder so. Also die vier, die haben keine Angst davor, von Visionen zu reden. Sie wollen tatsächlich die Welt verändern und Mauern einreißen, was sich sonst kaum noch jemand zutrauen will. Ach, die Jugendlichen, die machen doch nichts mehr, alle verdrossen. Wir werden alle den Bach runtergehen. Nein, es gibt sie. Sie gehen in Schulen und Jugendzentren, um das zu tun, was alle immer fordern: Dialoge zu führen, Menschen dazu zu bringen, sich in andere hineinzuversetzen. Das Schönste aber ist, finde ich, dass sie der lebendige Beweis sind, dass Engagement Spaß machen kann. Dass sie sich hinstellen und uns erinnern, wer wir sind. Hinter dieser gegenseitigen Angst, dieser Angst vor dem Fremden, hinter den konstruierten Feindschaften. Sie erinnern uns daran, dass es unbedingt nicht zu vergessen gilt, dass wir vor allen Dingen Menschen sind. Ich weiß, es klingt einfach, pathetisch. Na und, es ist wahr. Mensch sein, diese Gemeinsamkeit könnte so friedensstiftend sein. Diese Vision, lebt sie weiter. Ich verspreche euch, ich werde in jedem Interview zum Tatort pathetisch und einfach antworten. Ich bin kein Quotenmigrant, Alibi-Türke, Deutsch-Türke, Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund. Nein, ich bin Mensch. Es ist eine Frage der Betonung. Danke. Macht weiter so. Herzlichen Glückwunsch. Salah Said, Hans Stork, Cem Baran Keskin und Amir Ohari. Thank you.